Frau Kallert, wie sehen Sie denn jetzt diese zwei Vorstöße, die da präsentiert werden? Einerseits ein Lockdown für alle, jetzt doch, hat ja Anfang der Woche noch ganz anders sich angehört, und auf der anderen Seite eine generelle Impfpflicht für alle. Ja, der Lockdown für alle wird nur dann sicher verordnet werden, wenn die Experten sagen, er ist absolut notwendig. Das müsste auch jeder von uns verstehen, auch wenn wir keine Freude haben, vor allem nicht jene, die ohnehin schon geimpft sind. Und die Impfpflicht für alle würde das Problem radikal lösen. Mhm. Also Sie befürworten so eine Impfpflicht für alle? Wenn, natürlich nur für jene, die geimpft werden dürfen, nicht für jene, die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung erhalten dürfen. Und wenn die Menschen nicht anders vernünftig werden, wäre das vielleicht der einzige Weg. Okay. Alles klar. Gut, und warum Ihrer Meinung nach diese komplette Kehrtwende jetzt beim Lockdown? Weil die ÖVP und insbesondere Alexander Schallenberg haben ja am Anfang der Woche noch gesagt, es wird sicher keinen Lockdown für Geimpfte geben. Ja, aber die Lage ist dramatisch angestiegen und möglicherweise wird es ihn ja auch nur in Salzburg und in Oberösterreich geben. Wir werden die Pressekonferenz abwarten müssen, aber es gibt offensichtlich eine Einigung bei den Landeshauptleuten. Und was die Impfpflicht anbelangt, halte ich es für richtig, dass die Experten es jetzt vorgeschlagen haben. Hätte die Politik das vorgeschlagen, wäre der Widerstand massiv gewesen. Es ist jetzt eine durchaus gängige Empfehlung der Expertinnen und Experten geworden, der Ärztekammerpräsident, der Patientenanwalt, weil sie sehen, dass die Menschen offensichtlich nur sehr, sehr schwer zur Vernunft zu bringen.